Dann hallo Hallo. und herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung von Aufgetaucht in diesem Semester. Wie im letzten Semester versuchen wir weiter die Verbindung zu schlagen von Psychologie und Gesellschaftskritik, und das beinhaltet für uns fortgesetzt vom letzten Semester einmal die Psychologie und besonders auch die universitäre Psychologie selbst zum Gegenstand von Kritik zu machen. Das ist in dieser Reihe vertreten durch den Vortrag zur Kritik der Lernpsychologie, der an der Universität und wenn man hier in Halle guckt, dann auch nochmal besonders vertreten ist, bis in den klinischen Bereich hinein mit der Verhaltenstherapie. Zweitens außerdem Gesellschaft zu kritisieren und Gesellschaft zu betrachten, auch mit einer psychologischen Perspektive, die wir für notwendig halten, um tatsächlich Gesellschaft so zu verstehen, dass es ja über die objektiven Strukturen hinauskommt und wirklich auch nachzuvollziehen, wie Gesellschaft und wie tief Gesellschaft in die Menschen eindringt und dort auch Beschädigung anrichtet. Und das ist etwas neu in dieser Reihe, dass wir auch versuchen, auf einer etwas theoretischeren Ebene zu klären, welche Psychologie für uns dabei eigentlich in Betracht kommt. Also welche Art von Psychologie wir vernünftig finden, um damit gesellschaftliche Phänomene zu verstehen. Und das ist für uns, um das vorwegzunehmen, die Psychoanalyse. Und es wird in dieser Reihe mit zwei Vorträgen darum gehen, warum wir die Psychoanalyse dafür für geeignet halten. Der erste Vortrag ist heute mit Julian und der andere Vortrag ist später im Januar mit Melanie Babenhauser-Heide zur Subjekttheorie der Psychoanalyse. Ich stelle noch mal kurz die anderen Veranstaltungen vor. Nach der heutigen Veranstaltung kommt am 15. Dezember der eben auch schon angekündigten Veranstaltung mit dem Titel Lernen vom Subjektstandpunkt zur subjektwissenschaftlichen Kritik der traditionellen Lernpsychologie. Dazu haben wir Wolfgang Meyers eingeladen von der Universität Magdeburg. Dann geht es im neuen Jahr weiter am 19. Januar mit Freud, die Not, der Trieb und ich zur psychoanalytischen Subjekttheorie mit Melanie Babenhauser-Heide aus Bielefeld. Dann am 26. Januar Vortrag mit dem Thema Sucht als Krankheit des verlorenen Subjektes, Fragezeichen. Ein zivilisationsgeschichtlicher Blick auf das Verhältnis von Rausch und Subjektivität mit Alexandra Schauer, die aus München kommt. Und der letzte Vortrag ist am 2. Februar, eine Biopolitik des Genießens, die Fallstricke postödipaler Subjektivierung mit Tove Soiland, die aus Zürich kommt. Und damit mit der Vorstellung der Reihe komme ich dann zu dem heutigen Vortrag. Wir haben Julian eingeladen, zu dem Thema ein System von Narben, die Verbindung von Triebtheorie und Kritik. Julian Kuppe beschäftigt sich unter anderem mit Psychoanalyse, kritischer Theorie, ästhetischer Theorie der Kritik, gesellschaftlicher Naturverhältnisse und hat außerdem im letzten Jahr das Buch Der Widerspruch der Kunst, Beiträge zum Verhältnis von Kunst und Gesellschaftskritik mit herausgegeben. Und damit würde ich dir das Wort übergeben. Und ich bitte euch, während des Vortrags nicht zu rauchen. Braucht die noch zu Ende, aber Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Der Vortrag, den ich jetzt halten werde, der ist grob in drei Teile gegliedert. Zuerst sage ich was dazu, was die Kritik der kritischen Theorie, also insbesondere Adornos, an dem, was er die revisionistische Schule der Psychoanalyse bezeichnet ist. Dann geht es in einem zweiten Teil um die Objektbeziehungstheorie und wie das da zu sehen ist, das Verhältnis von Triebtheorie und Kritik. Und am Ende nochmal kurz dann
zu dieser intersubjektiven Theorie, was so die neueste Variante ist, die ich betrachten werde. Zuerst möchte ich noch mal kurz das Problem umreißen, das ich sehe und das mich zur Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Triebtheorie und der Kritik der Gesellschaft gebracht hat. Da gibt es auf der einen Seite die Gesellschaftskritiker, die sich an der kritischen Theorie orientieren. Mit dieser Orientierung an der kritischen Theorie verbunden ist zumeist ein Bezug zu einem Verständnis der Psychoanalyse, das sich vielleicht als orthodox-freudianisch bezeichnen lässt. Dieses Verständnis der Psychoanalyse beinhaltet eben als ganz zentrale Annahmen die Triebtheorie und die infantile Sexualität, die als unabdingbar für die Kritik der Gesellschaft angesehen werden. Auf der anderen Seite steht die Entwicklung innerhalb der Psychoanalyse selbst, sowohl klinisch als auch theoretisch, was ja bei der Psychoanalyse meist in einem relativ engen Zusammenhang steht, die seit Freud stattgefunden hat. Dabei hat sich die psychoanalytische Theorie in ihrem Mainstream weitgehend von der Triebtheorie fortentwickelt hin zu anderen theoretischen Modellen, wobei insbesondere die Objektbeziehungstheorie eine große Bedeutung erlangt hat, sowie in den letzten Jahren eben diese Theorie der Intersubjektivität. Nun könnte einfach gesagt werden, bei diesen theoretischen Entwicklungen handelt es sich um unkritische Theorien, wie es auch manche kritische Theoretiker tun und sich nicht weiter damit beschäftigen. Sicherlich sind diese Theorien und auch viele Psychoanalytikerinnen in Bezug auf die Gesellschaft eher unkritisch, aber mir scheint doch, dass dieser Diskrepanz nicht einfach aus dem Weg gegangen werden kann. Die Weiterentwicklung der psychoanalytischen Theorie hat ja, wie angenommen werden muss, nicht einfach ganz willkürlich oder zufällig so stattgefunden, sondern es liegen dem bestimmte empirische Gehalte und Erfahrungsgehalte zugrunde, die nicht einfach übergangen werden können. Die Frage wäre dann vielleicht eher dahingehend zu stellen, was genau denn diese Gehalte bedeuten. So erscheint beispielsweise die Darstellung Jessica Benjamins, die zwar eine Schülerin Adornos war, aber heute die intersubjektive Psychoanalyse vertritt, doch recht plausibel. Ihre Grundthese ist es, dass die Psychoanalyse Freuds und auch die nachfolgenden Weiterentwicklungen dieser bis hin zur Objektbeziehungstheorie einer intrapsychischen Sichtweise verhaftet geblieben sei, die zwar eine wesentliche Dimension erfassen könne, aber um die intersubjektive Perspektive ergänzt werden müsse, um ein der empirischen Wirklichkeit entsprechendes Bild zu erhalten. Da diese Perspektive bisher vernachlässigt worden sei, konzentriert sie sich hauptsächlich darauf und entwickelt auch ihre Kritik der patriarchal strukturierten Herrschaft daraus. Ihr Punkt ist es dabei, dass es bei der intrapsychischen Perspektive um ein Verhältnis vom Subjekt zum Objekt gehe, wogegen aus der intersubjektiven Perspektive erst ein Verhältnis zwischen zwei Subjekten denkbar werde. Ihrer Ansicht nach stehen diese beiden Perspektiven in einem komplementären Verhältnis zueinander, wobei sie, wie gesagt, selbst insbesondere auf die intersubjektive Perspektive eingeht, da die intrapsychische schon ausführlicher dargestellt worden sei. Nun kann gefragt werden, wenn sich die Kritik der Herrschaft aus der intersubjektiven Perspektive entwickeln lässt, wie es Benjamin tut, und die Triebtheorie in den neueren psychoanalytischen Theorien als überholt angesehen wird, wozu wird die Triebtheorie für die Gesellschaftskritik dann überhaupt noch gebraucht? Um sich dem anzunähern, möchte ich mir nun zuerst anschauen, was die Vertreter der kritischen Theorie zur Verteidigung der Triebtheorie zu sagen haben. Es bleibt dabei aber das Dilemma bestehen, dass die wenigen grundlegenden Texte, die es dazu gibt, schon ganz am Beginn der dargestellten Fortentwicklung der psychoanalytischen Theorie und Praxis geschrieben worden sind
und sie daher die nachfolgenden Entwicklungen, die bis heute stattgefunden haben, natürlich nicht berücksichtigen. Als zentraler Text der kritischen Theorie, der für die Triebtheorie Freuds argumentiert, ist die revidierte Psychoanalyse von Adorno, geschrieben 1946, anzusehen, indem er sich mit der Neuinterpretation oder Revision, wie er es nennt, der Psychoanalyse durch Karen Horney auseinandersetzt. Ein erstes Argument, das Adorno darin anführt, ist, dass die Totalität oder auch Kontinuität des Charakters, die er von Horney vorausgesetzt sieht, fiktiv sei. Der Charakter sei vielmehr die Wirkung von Schocks, weswegen er auch als System von Narben bezeichnet werden könne. Er sagt, die Zufügung dieser Narben ist eigentlich die Form, in der die Gesellschaft sich im Individuum durchsetzt. Dies ist es, was er mit dem Begriff der Beschädigung fasst. Daher sei Freud in seiner Konzentration auf einzelne Vorgänge und Erfahrungen in der Kindheit dem Wesen der Vergesellschaftung viel näher gekommen als die revidierte Theorie, wenn sie nur soziale Umstände berücksichtige. Indem die neofreudianische Schule diese schockhaften Phänomene wie die Kastrationsdrohung aus der Psychoanalyse verbanne, kastriere sie sich selber. Adorno leitet daraus die Forderung ab, dass eine analytische Sozialpsychologie in den innersten Mechanismen des Einzelnen bestimmte gesellschaftliche Kräfte aufzudecken hätte. Die radikale Psychoanalyse, also die freudianische, nicht die revisionistische, würde, indem sie sich auf die Libido als ein vorgesellschaftliches richtet, jene Punkte erreichen, wo das gesellschaftliche Prinzip der Herrschaft mit dem psychologischen der Triebunterdrückung koinzidiert. Adorno sieht also hier in der Triebunterdrückung die gesellschaftliche Herrschaft bzw. den sozial verursachten Konflikt im Innersten der Individuen wirksam werden. Im Gegensatz dazu würden die Neofreudianer einen naiven Individualismus vertreten, der das Ich als ein in gewissem Grade Vorgegebenes ansehen müsse. Das Individuum würde so als unabhängige, autonome und subsistente Monade erscheinen, die von angeblich äußeren Kräften affiziert werde. Damit einher ginge eine Trennung von Individuum und Gesellschaft, die einer unkritischen, realistischen Erkenntnistheorie entsprechen würde. Ein weiteres Argument der Kritik Adornos an der neofreudianischen Schule ist dann, dass der Desexualisierung dessen, was in der Freudschen Theorie als sexuelle Phänomene erscheint. An dieser Stelle ist es wahrscheinlich sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass der Begriff des Sexuellen bei Freud weit mehr umfasst als das, was gemeinhin darunter verstanden wird. Freud spricht von einer zweifachen Erweiterung. Die erste besteht in einer Lösung von der genitalen Sexualität hin zu einer umfassenderen, nach Lust strebenden Körperfunktion. Die zweite darin, dass zu den sexuellen Regungen auch die zärtlichen und freundschaftlichen gerechnet werden, für die im allgemeinen Sprachgebrauch das Wort Liebe verwendet wird. Die Revisionisten versuchten dagegen gerade Zärtlichkeit, Zuneigung und Liebe von der Sexualität abzugrenzen. Hingewiesen werden muss außerdem darauf, dass die Sexualtriebe nach Freud ihre Ziele und auch ihre Objekte verschieben können, ohne wesentlich an Intensität abzunehmen. Adorno spricht in dieser Hinsicht von der Unterscheidung von Erscheinung vom Wesen, ohne die die Psychoanalyse ihrer kritischen Impulse beraubt sei. Nur so wird verständlich, warum Adorno von der Identität des angeblich nur gesellschaftlichen Machtstrebens mit sexuellen Impulsen, die sich in der nationalsozialistischen Ausrottungspolitik zeige, sprechen kann. Und die Horney
eben verkenne. Was in dieser Verkennung verloren geht, ist die kritische Erkenntnis der Psychoanalyse, dass sich in scheinbar rein gesellschaftlichen Phänomenen sexuelle Impulse auffinden lassen, dass sich also die Beschädigung der Individuen durch die gewaltförmigen gesellschaftlichen Verhältnisse in destruktiven sozialen Verhaltensweisen und eben solchen gesellschaftlichen Erscheinungen auswirkt. Triebpsychologie bezeichne also ein psychologisches Verfahren, das sich nicht damit zufrieden gibt, Vernunft und gesellschaftlich bestimmte Verhaltensweisen unaufgelöst stehen zu lassen, sondern selbst differenzierte seelische Verhaltensweisen noch aus dem Streben nach Selbsterhaltung und Lust abzuleiten versucht. Das führt unmittelbar zum nächsten Punkt, den Adorno an der revisionistischen Schule kritisiert. Dabei geht es um die Bestimmung der Ursache der Konflikte und der potenziellen Feindseligkeit gegeneinander in den Individuen. Horney sieht als ausschlaggebenden Faktor dafür die aus den ökonomischen Verhältnissen hervorgehende Konkurrenz zwischen den Individuen an, also wiederum ein rein gesellschaftliches Phänomen. Adorno hält dem entgegen, dass Freud, indem er dabei blieb, dass es Gewalt ist, was vom Individuum verinnerlicht wird, dem Charakter der Gesellschaft, die durch die, wenn auch vielfach mittelbare Drohung körperlicher Gewalt zusammengehalten werde, viel mehr gerecht werde als die Reduzierung auf die gesellschaftliche Kategorie der Konkurrenz bei Horney. Dementsprechend hält er den Begriff der Kastration für die soziale Realität für zutreffender als den der Konkurrenz. Was durch die Zurückführung des Unbewussten auf direkte soziale Einflüsse bei den Revisionisten verloren gehe, sei die eigentlich psychologische Sphäre. Daher könne die strenge Psychoanalyse, die vom Gegeneinander der psychischen Kräfte wisse, eher die Objektivität der ökonomischen Verhältnisse gegenüber den subjektiven Triebregungen geltend machen, als Lehren, die ein Kontinuum zwischen Gesellschaft und Psyche herzustellen, den Kern der analytischen Theorie, den Widerstreit von Ich und Es verleugneten. Daran schließt sich ein nächster Kritikpunkt an. Wenn Horney als den eigentlichen Sinn des Begriffs des Narzissmus im Wesentlichen Ich-Überschätzung oder Selbstverherrlichung ansehe, halte sie es mit der Gesellschaft gegen das Individuum, wenn dieses sich den geltenden Werten nicht beuge. Dabei gehe die Einsicht verloren, dass der Narzissmus in seiner heutigen Form nichts anderes sei als eine verzweifelte Anstrengung des Individuums, wenigstens zum Teil das Unrecht zu kompensieren, das in der Gesellschaft des universalen Tauschs keiner je auf seine Kosten komme. Hier macht also Adorno gegenüber Horney die gesellschaftliche Bedingtheit des Phänomens des Narzissmus geltend. Das Individuum sei durch die fast unüberwindlichen Schwierigkeiten, die sich jeglicher spontanen und direkten Beziehung zwischen Menschen in den Weg stellen, dazu gezwungen, seine ungenutzten Triebenergien auf sich selbst zu lenken. Freud hat Adorno zufolge eben durch seine psychologische Atomistik eine Realität, in der die Menschen tatsächlich atomisiert und durch eine unüberbrückbare Kluft voneinander getrennt sind, adäquat Ausdruck verliehen. Das sei die sachliche Rechtfertigung seiner Methode, in die archaischen Tiefen des Individuums einzudringen und es als ein Absolutes zu nehmen, das nur durch Leiden und Lebensnot an die Totalität, also die Gesellschaft, gebunden ist. An anderer Stelle spricht Adorno aber auch davon, dass die Revisionisten einiges Recht darin hätten, wenn sie Freud die Unterschätzung der gesellschaftlichen, durchs Ich vermittelten und doch psychologisch relevanten Momente vorwerfen. So wenn Horney gegen Freud meine,
Es sei illegitim, das Gefühl der Ohnmacht aus früher Kindheit und Ödipus-Situation abzuleiten. Es stamme aus der realen gesellschaftlichen Ohnmacht. Dies führt zu einem Aspekt bei Adorno, der in einer gewissen Spannung zu den bisher dargestellten Argumentationen der Verteidigung der Triebtheorie steht. Er sieht mit der totalen Vergesellschaftung eine Kräfteverschiebung zwischen Gesellschaft und Einzelnen vor sich gehen, bei der die vermittelnden Instanzen von Ich und Individualität ihre Bedeutung verlieren würden. Dem entspreche der psychoanalytische Revisionismus. Die Ich-Psychologie würde gerade dann zunehmende Bedeutung erhalten, wenn in der Wirklichkeit die individuelle psychologische Dynamik durch die teils bewusste, teils regressive Anpassung des Einzelnen an die Gesellschaft substituiert werde. Adorno beschreibt das in den Minima Moralia auch in Analogie zum Konzept der Zunahme der organischen Zusammensetzung des Kapitals bei Marx, das heißt der Vergrößerung des Anteils der Maschinerie gegenüber der lebendigen Arbeit, als Anwachsen der organischen Zusammensetzung des Menschen, das heißt hier den Anstieg dessen, wodurch die Subjekte in sich selber als Produktionsmittel und nicht als lebendige Zwecke bestimmt sind. Dieser Zusammenhang wird auch als These der Liquidierung des Individuums oder der Auslöschung des Subjekts, beides Formulierungen von Adorno, bezeichnet. Dies wird auch explizit auf den Triebbegriff bezogen, wenn in der Dialektik der Aufklärung formuliert wird, die Subjekte der Triebökonomie werden psychologisch expropriiert und diese rationeller von der Gesellschaft selbst betrieben. Was der Einzelne jeweils tun soll, braucht er sich nicht erst mehr in einer schmerzhaften inneren Dialektik von Gewissen, Selbsterhaltung und Trieben abzuringen. Für den Menschen als Erwerbstätigen wird durch die Hierarchie der Verbände bis hinauf zur nationalen Verwaltung entschieden, in der Privatsphäre durchs Schema der Massenkultur, das noch die letzten inwendigen Regungen ihrer Zwangskonsumenten in Beschlag nimmt. Als Ich und Über-Ich fungieren die Gremien und Stars und die Massen, selbst des Scheins der Persönlichkeit entäußert, formen sich viel reibungsloser nach den Losungen und Modellen als je die Instinkte nach der inneren Zensur. Dieses Verhältnis wird auch in Notizen zur neuen Anthropologie thematisiert, in denen Adorno davon spricht, dass die ganze Triebökonomie mitsamt dem Lustmechanismus außer Kraft gesetzt werde und die gesellschaftlichen Instanzen das Individuum selber beschlagnahmt hätten. Darin zeigt sich etwas, was als gesellschaftlicher Erfahrungsgehalt des Denkens bezeichnet werden kann, wie es Adorno beispielsweise auch in der Philosophie Hegels als dem Zwang des objektiv Erscheinenden, das in seiner Philosophie sich reflektierte und niederschlug, erkennt. Die von Adorno so bezeichnete revisionistische psychoanalytische Theorie wäre daher nicht einfach als falsch anzusehen, sondern sie würde auch etwas real in der Gesellschaft stattfindendes und zu beobachtendes darauf hinweisen, mit dem sich auseinanderzusetzen wäre. Das, womit sich auseinanderzusetzen wäre, ist die Spaltung der Psyche in den Sozialcharakter und in denjenigen Anteil, den Adorno den psychologischen nennt. Also den Bereich des Unbewussten, des Es, der Triebe, von ihm zusammengefasst als Irrationalität. In dieser Spaltung, in der sich die Differenz zwischen dem Anspruch der Gesellschaft und dem des Individuums ausdrückt, die hervorgerufen wird durch die antagonistische Gesellschaft, liegt nach Adorno die Beschädigung jedes einzelnen Menschen. Diese im Individuum vollzogene Arbeitsteilung, die radikale Objektivation seiner selbst,
die Trennung seiner Eigenschaften vom Triebgrund sowie vom Ich, das über sie verfügt, entspreche einer krankhaften Aufspaltung psychotischen Charakters. Für diesen Vorgang steht der Begriff der Kastration. Die libidinösen Leistungen, die vom Individuum verlangt werden, dass sich gesund an Leib und Seele benimmt, sind derart, dass sie nur vermöge der tiefsten Verstümmelung vollbracht werden können, einer Verinnerlichung der Kastration. Ich würde sagen, dass dieser Zusammenhang hinter dem Urteil Adornos steht, an der Psychoanalyse sei nichts wahr als ihre Übertreibungen. Was Adorno hier beschreibt, ist das dezentrierte Subjekt, so würde ich sagen, das bei Lacan als durch die Sprache gespaltenes Subjekt wieder erscheint. Der Unterschied liegt darin, dass Adorno das gespaltene Subjekt als Produkt der antagonistischen Gesellschaft auffasst, während es bei Lacan die unvermeidbare Konsequenz des durch Sprache organisierten sozialen oder gesellschaftlichen Zusammenlebens ist, das jede Unmittelbarkeit in Bezug auf andere prinzipiell unmöglich macht. Bei Lacan resultiert aus diesem Mangel am Grund des Subjekts das Begehren. Für Adorno bedeutet die Aufspaltung die Beschädigung der Einzelnen durch die falsch eingerichtete Gesellschaft, die durch eine vernünftige Einrichtung der Gesellschaft zu überwinden wäre. In eine ähnliche, aber wiederum leicht verschobene Richtung geht die Vorstellung, die Klaus Heinrich entwickelt. Er geht davon aus, dass ein materialistischer Subjektbegriff einer Theorie bedarf, die das empirische Subjekt als das konkrete gesellschaftliche Allgemeine ernst nehme, das als wahre Arbeitskraft zugleich Objekt der Zurichtung und Subjekt des Protestes gegen Zurichtung und sei es auch nur in den Symptomen, die diese Ware als empirische Mucken produziert sei. Also gibt es auch hier ein gespaltenes Subjekt, aber nun mit der Herausstellung eines subversiven Potenzials der Sphäre des Unbewussten und der Triebe. Bevor ich weiter von den möglichen Potenzialen oder sonstigen Eigentümlichkeiten von Trieben rede, müsste ich wahrscheinlich noch einmal kurz etwas zum Begriff des Triebes selbst sagen. Freud versteht unter einem Trieb die psychische Repräsentanz einer kontinuierlich fließenden innersomatischen Reizquelle. Er erscheint so als ein Grenzbegriff zwischen seelischem und somatischem, als psychischer Repräsentant der aus dem Körperinneren stammenden, in die Seele gelangten Reize, als ein Maß der Arbeitsanforderung, die dem Seelischen infolge seines Zusammenhanges mit dem Körperlichen auferlegt ist. Für ein Verständnis des Triebbegriffs bei Freud ist auch dessen Erklärung der Genese des Triebs bedeutsam. Dabei ist der Vorgang der Anlehnung entscheidend. Freud sagt, die Sexualbetätigung lehnt sich zunächst an eine der zur Lebenserhaltung dienenden Funktionen an und macht sich erst später von ihr selbstständig. Wichtig erscheint mir hierbei zu sehen, dass sich der sexuelle Trieb, nachdem er in Anlehnung an eine wichtige Lebensfunktion entstanden ist, von dieser trennt und als Selbstständiger ganz andere Objekte und Ziele anstreben kann, als solche, die der Lebenserhaltung dienen. Für Freud bleiben die Triebe aber immer auch etwas nicht recht Fassbares. So bezeichnet er sie in seinem Spätwerk als mythische Wesen, die großartig in ihrer Unbestimmtheit seien und die Trieblehre als Mythologie. Um nun das Weitere einordnen zu können, müsste vielleicht noch ganz grob die Entwicklung der Psychoanalyse nach Freud skizziert werden. Freud hatte sich ja, wie schon erwähnt wurde, zunächst konzentriert insbesondere auf die Psychologie des Unbewussten und der Triebe. Er selbst aber entwirft 1923 in das Ich und das Es ein Strukturmodell der Psyche, das diese als konflikthaltiges Verhältnis der Instanzen des Ich, des
ist und das Über-Ich beschreibt. Selbstverständlich bleibt bei ihm aber die Triebpsychologie als entscheidender Bestandteil der Psychoanalyse erhalten. Ebenso wie bei Anna Freud und Heinz Hartmann, die die Psychoanalyse weiter in Richtung einer Ich-Psychologie ausarbeiteten. Hier muss tatsächlich das angenommen werden, was Adorno sagt, dass die Ich-Psychologie gerade in Verhältnissen entwickelt wurde, in denen das Ich unter deren Druck geschwächt wurde. Sie erscheint so begreiflicherweise als eine Art Konzeption gegen die Schwächung des Ichs durch die krisenhaften gesellschaftlichen Verhältnisse des aufsteigenden Faschismus und Nationalsozialismus. Auf der anderen Seite erscheint sie aber auch als ein zu wenig und ein zu viel zugleich. Ein zu wenig gegenüber der Übermacht der gesellschaftlichen Verhältnisse und ein zu viel im Anspruch ihrer theoretischen Konstruktion, die ein Ich in den Mittelpunkt stellt, das den Forderungen des Es, des Über-Ich und der Realität gleichzeitig und in möglichst harmonischer Weise gerecht werden können soll. In Anlehnung an den Gedanken Adornos sieht Heinrich mit dem Begriff des Ichs hinter der Ansetzung gleichgewichtiger Instanzen tatsächlich die Vorstellung einer Vorrangigkeit des Ichs verbunden, das letzten Endes gar nicht in die Gefahr gerät, von Es oder Über-Ich überwältigt zu werden. Oder wie zu ergänzen wäre, von den Forderungen der Außenwelt überfordert zu werden. Um eine konfliktfreie Ich-Sphäre zu erhalten, sind die Abwehrmechanismen von entscheidender Bedeutung. Das bedeutet aber zugleich, dass das Unbewusste und Verdrängte mit seiner unkontrollierbaren Macht bestehen bleibt, was die Konfliktfreiheit der Ich-Sphäre zu einer trügerischen und daher zugleich zerbrechlichen und rigiden macht, weil sie auf Verdrängung beruht. Zur gleichen Zeit entwickelte Melanie Klein ihre eigene Weiterführung der psychoanalytischen Theorie. Sie betrachtete dabei in erster Linie die frühkindliche Entwicklung und die psychischen Implikationen der frühen Beziehungen zu Bezugspersonen, insbesondere der Mutter-Kind-Interaktion. Das wird im Allgemeinen als der Beginn der Objektbeziehungstheorie aufgefasst, da hiermit die Verlagerung des Schwerpunktes von der Analyse vorwiegend des Einzelmenschen hin zur Betrachtung des Menschen in Beziehung, hier insbesondere zu frühen Bezugspersonen, was in der Literatur fast ausschließlich die Mutter meint, stattgefunden hätte. Der Begriff des Objekts meint dabei die innerpsychische Repräsentanz äußerer Bezugspersonen. Es geht dann dabei allerdings immer noch um ein vor allem innerpsychisches Geschehen, eben darum, wie sich die Beziehungen zu äußeren Bezugspersonen in den innerpsychischen Objekten niederschlagen. Während Klein noch annahm, sich mit ihrer Theorie innerhalb des Rahmens von Freuds Triebkonzept zu befinden, wandten sich spätere Vertreter der Objektbeziehungstheorie explizit vom Triebkonzept ab. Das ist nun aber die psychoanalytische Theorie, die in der gegenwärtigen Psychoanalyse die überragende Position einnimmt. Sie wäre dann nach der Vorstellung Adornos als unkritische anzusehen. Diese Weiterentwicklung geschah aber zugleich nahe an der klinisch-therapeutischen Praxis, wie es ja auch schon bei Freud der Fall gewesen ist. Dies würde wiederum der Skepsis Adornos gegenüber der klinisch-therapeutischen Praxis innerhalb der antagonistischen gesellschaftlichen Verhältnisse entsprechen. An dieser Stelle muss wahrscheinlich noch ein Konzept erwähnt werden, das innerhalb der internationalen psychoanalytischen Diskussion kaum eine Rolle spielte, aber im deutschsprachigen Raum eine Zeit lang einen gewissen Einfluss hatte. Das ist der Versuch Alfred Lorenzers, die Objektbeziehungstheorie mit dem Triebkonzept Freuds und einer an Marx orientierten Gesellschaftskritik zu verbinden, um sie so auf eine materialistische Grundlage zu stellen.
Was er dabei theoretisch konzipiert, erscheint dann mir jedenfalls aber eher als eine genaue Beschreibung einer praktisch vollständigen gesellschaftlichen Beschlagnahme der psychischen Instanzen. Er geht zwar, wie die Objektbeziehungstheorie, von der Interaktion von Mutter und Kind in der Mutter-Kind-Diade aus, aber er interpretiert diese als Herstellung einer Synthese von innerer Natur und gesellschaftlicher Praxis. Die Körperbedürfnisse des Kindes gingen dabei in die Interaktionsformen zwischen Mutter und Kind ein, deren psychischer Niederschlag die Subjektivität des Kindes bilden würden. So gehen die Triebe in den Interaktionsformen auf, aus denen die gesamte Subjektivität hervorgeht. Sie verlieren damit ihre relative Eigenständigkeit gegenüber den gesellschaftlichen Anforderungen im Sozialisationsprozess, weshalb Heinrich sagen kann, der verengte Begriff von Interaktion bei Lorenzer führe zur Subjektivierung des Materialismusbegriffs. Für die Objektbeziehungstheorie ist es wesentlich, ob es dem Kind gelingt, gute innere Objekte zu bilden oder eher noch ein möglichst wenig gespaltenes Verhältnis zwischen guten und schlechten inneren Objekten herzustellen. Als ausschlaggebend dafür wird eine ausreichend gute Mutterbeziehung angesehen. Dabei werden Ergebnisse moderner empirischer Säuglingsforschung und die Bindungstheorie als Belege der Annahmen der Objektbeziehungstheorie angesehen. Als entscheidender Zeitraum dafür gilt seit Melanie Klein die präödipale Phase, das heißt die ersten 3 Jahre. Das ist auch der Zeitraum, den Lorenzer betrachtet. Nach Freuds Vorstellung ist dies der Zeitraum, in dem die polymorph perverse infantile Sexualität der Partialtriebe, die noch nicht zur genitalen Sexualität zusammengefasst worden sind, für das Kind bestimmt sind. Die Triebe entstehen dabei, wie schon erwähnt, über die Anlehnung an Selbsterhaltungsfunktionen in der Beziehung zu der oder den primären Bezugspersonen und verselbstständigen sich dann. Indem Freud die Aufmerksamkeit auf die innerpsychischen Vorgänge des Kindes innerhalb der frühen Beziehungen richtet, wird er der relativen Eigenständigkeit der sexuellen Triebe gegenüber den Selbsterhaltungsfunktionen gewahr. Dieses Moment scheint in der Objektbeziehungstheorie, die ihre Aufmerksamkeit auf die Verinnerlichung der frühen Beziehungen in den innerpsychischen Objekten richtet, tendenziell verloren zu gehen. Das Gleiche scheint bei Lorenzer der Fall zu sein, wenn er die Subjektivität als Niederschlag der frühen Interaktionsformen auffasst. Bei ihm ist auch, soweit ich das sehen kann, von der infantilen Sexualität gar nicht die Rede. Die Entwicklung des Subjekts entspricht damit, worauf Lilly Gast hinweist, praktisch deckungsgleich der Ich-Entwicklung auf der Ebene der Objektbeziehungen, wobei das Instanzenmodell Freuds in den strukturellen Aufbau des Ichs hineinverlegt wird. Auf diese Weise wird in der theoretischen Konstruktion die Autonomie des Ichs nicht mehr eingeschränkt oder gefährdet durch außerhalb von ihm liegende Instanzen des Es oder Über-Ich, sondern nur noch durch Abspaltungen seiner selbst. Die Instanz des Ichs wird damit auch entwicklungsgenetisch zur ersten, weswegen Heinrich in diesem Zusammenhang vom Primat des Bewusstseins spricht. Es wird damit gewissermaßen das souveräne bürgerliche Subjekt in der Theorie wieder errichtet, insofern dabei von einer genuinen Bewusstseinsfähigkeit ausgegangen wird, wie Gast schreibt. Ich werde nun versuchen, noch einmal stärker zu akzentuieren, was die relative Eigenständigkeit der sexuellen Triebe ausmachen könnte. Adorno beschreibt die Libido, das heißt die sexuelle Triebenergie, als ein vorgesellschaftliches, sagt aber auch, dass jeder Trieb so gesellschaftlich vermittelt sei, dass sein Natürliches nie unmittelbar, sondern stets nur als durch die Gesellschaft
Produziertes zum Vorschein komme. Wie kann das verstanden werden? Die sexuellen Triebe werden in Anlehnung an die Erfüllung lebensnotwendiger Funktionen in der frühkindlichen Interaktion mit der Mutter hervorgerufen. Was dabei passiert, ist, dass das Kind Erfahrungen der Befriedigung macht, die über die reine Erfüllung körperlicher Bedürfnisse hinausgehen. Das könnte auch so ausgedrückt werden, dass hier über die Erfüllung lebensnotwendiger körperlicher Bedürfnisse auch die Ebene der Leiblichkeit, das heißt des Körpergefühls, angesprochen und aktiviert wird, dass dabei eine Ebene der Bedeutung erscheint, die über die Erfüllung von Körperbedürfnissen hinausgeht. Was da hervorgerufen wird, ist ein Drang nach der Wiederholung von Befriedigungserfahrungen, die über die Stillung von Körperbedürfnissen hinausgeht. Dieser Drang entsteht im Kind selbst als etwas Eigenständiges in der Interaktion mit der Mutter. Er speist sich aus körperlichen Impulsen, weshalb Adorno von der Vorgesellschaftlichkeit der Libido reden kann, aber indem er in der körperlichen Begegnung mit der Mutter hervorgerufen wird, erscheint er nicht unmittelbar, sondern als durch Gesellschaft produzierter. Das bedeutet aber nicht, so würde ich sagen, dass die sexuellen Triebe in den Objektbeziehungen oder Interaktionsformen vollständig ein- oder in ihnen aufgehen oder dass sie mit diesen identisch wären. Ich glaube, dass die sexuellen Triebe etwas Überschießendes, eine andere Qualität haben, etwas, was in diese Formen nicht eingeht oder sie nicht ausmacht. Ich habe den Eindruck, dass es diese besondere Qualität ist, die bei Freud zentral für den Triebbegriff ist und die auch für Adorno ganz entscheidend ist, die in der Objektbeziehungstheorie und auch in den Interaktionsformen Lorenzers tendenziell verloren geht. Was da verloren geht, wird recht deutlich bei Marcuse, der ja auch ein Kritiker der Revision der Psychoanalyse ist. Marcuse schreibt, Freuds Theorie bedeutet, dass der ödipale Wunsch, der ewige infantile Protest gegen diese Trennung von Freiheit und Befriedigung ist. Ein Protest nicht gegen die Freiheit, sondern gegen schmerzliche repressive Freiheit. Dem entgegen ist der ödipale Wunsch, die ewige infantile Sehnsucht nach dem Archetypus von Freiheit, der Freiheit von Mangel. Und da der unverdrängte, ununterdrückte Sexualtrieb der biologische Träger dieses Archetypus der Freiheit ist, ist der ödipale Wunsch im Wesentlichen sexuelles Verlangen. Sein natürliches Objekt ist nicht einfach die Mutter qua Mutter, sondern die Mutter qua Frau, das weibliche Prinzip der Erfüllung. Hier kommt der Eros der Rezeptivität, der Ruhe, der leidlosen und vollständigen Erfüllung, dem Todestrieb am nächsten, Rückkehr zum Schoß, das Lustprinzip am nächsten dem Nirvana-Prinzip. Hier kämpft der Eros seine erste Schlacht gegen all das, wofür das Realitätsprinzip steht, gegen den Vater, gegen die Herrschaft, gegen Sublimation und Resignation. Allmählich werden dann Freiheit und Erfüllung mit diesen väterlichen Prinzipien in Verbindung gesetzt. Die Freiheit von Mangel wird der Moral und der geistigen Unabhängigkeit geopfert. Es ist zuerst das sexuelle Verlangen nach der Mutter, ist gleich Frau, das die psychischen Grundlagen der Kultur bedroht. Es ist das sexuelle Verlangen, das den Ödipus-Konflikt zum Prototyp des Triebkonflikts zwischen dem Individuum und seiner Gesellschaft macht. Dieses Zitat böte mehrere Punkte, die ausführlicher zu diskutieren wären, unter anderem was das Geschlechterverhältnis betrifft oder auch den Bezug auf die Biologie, was ich aber in dem Rahmen hier nicht alles leisten kann. Die relative Eigenständigkeit der sexuellen Triebe erscheint auch im Phänomen des Autoerotismus bei Freud, das Jean Laplanche gut herausgearbeitet hat. Seiner Darstellung zufolge hat der sexuelle Trieb zunächst ein Objekt.
Das Beispiel bei Freud ist die Brust der Mutter, die durch die erlebte Befriedigung während des Stillens, die über die Sättigung hinausgeht, zugleich zum Sexualobjekt wird. Bei Freud verliert der Trieb sein Objekt später, wodurch er autoerotisch wird. Das Kind versucht nun Befriedigung in auf sich selbst bezogenen Handlungen zu erreichen, wie beispielsweise dem Lutschen am eigenen Finger. Erst in einer späteren Zeit findet dann wieder eine Umkehr statt und es werden Objekte in der äußeren Welt gesucht. Laplanche weist nun darauf hin, dass mit der Autoerotik die Brust als Sexualobjekt zu einem phantasmatischen Objekt wird, das also beim Übergang vom realen Objekt der Funktion zum Sexualobjekt eine Verschiebung stattfindet. Wenn Freud dann davon spricht, dass die spätere reale Objektfindung eigentlich eine Wiederfindung sei, sagt Laplanche dazu, dass das wiederzufindende Objekt nicht das verlorene reale Objekt sei, sondern der an dessen Stelle geschobene phantasmatische Ersatz, ein verschobenes Objekt also. Was mir dabei wichtig erscheint, ist, dass aus der Interaktion mit der Mutter im Kind, mit dem sexuellen Trieb, etwas ganz Eigenes entsteht, das in den Interaktionsformen weder aufgeht noch aus ihnen hergestellt ist. Dieses Eigenständige ist, obwohl es von der Ebene des Körperlichen ausgeht, auch mit der Ebene des Phantasmatischen verbunden, beziehungsweise es erscheint überhaupt erst auf dieser Ebene. Eben das ist es, was den Begriff des Triebs als Grenzbegriff ausmacht, dass er als Ausdruck eines Naturmoments nicht an sich, sondern nur in vermittelten Formen als Triebwünsche oder Triebrepräsentanzen in Erscheinung tritt. In diesen Formen bleiben sie aber als ein relativ eigenständiger Bereich wirksam, der nicht vollständig in den verinnerlichten Interaktionsformen oder Objektbeziehungen synthetisiert werden kann. Ich denke, dies ist ein Punkt, um den es geht, wenn Heinrich von dem verengten Begriff von Interaktion bei Lorenzer spricht, was dann aber genauso für den Begriff der Objekte in der Objektbeziehungstheorie zutreffen würde. Das Merkwürdige an der Auffassung der Objektbeziehungstheorie ist auch, dass hier alles auf das genügend fördernde Verhalten der primären Bezugsperson, was in der überwiegenden Mehrzahl die Mutter sein wird, anzukommen scheint. Schafft sie es, sich ihrem Kind auf eine Weise zuzuwenden, dass dieses gute innere Objekte bilden kann, so würde daraus ein lebenstüchtiges Individuum hervorgehen, was meist der Ausbildung von Arbeits- und Liebesfähigkeit gleichgesetzt wird. Ich glaube, dass das eine falsche Annahme ist. Erst einmal erscheint es mir der Sache nicht angemessen zu sein, der Mutter die gesamte Verantwortung für die Entwicklung eines solchen Individuums zuzuschreiben. Das ist auch nochmal ein Hinweis auf die Geschlechterproblematik, die in diesem ganzen Zusammenhang steckt. Zudem scheint hier eine Überschätzung in Bezug auf die Möglichkeiten dieses potenziell lebenstüchtigen Individuums vorzuliegen. In einer irrationalen Gesellschaft kann das Ich seine ihm selbst von dieser Gesellschaft zugewiesene Funktion gar nicht adäquat erfüllen, wie Adorno sagt. Denn insofern es die libidinösen Bedürfnisse ebenso wie die mit diesen unvereinbaren der realen Selbsterhaltung zu vertreten hat, ist es unablässig überfordert. Aber libidinöse Bedürfnisse oder Triebe spielen in der Objektbeziehungstheorie kaum eine Rolle. Sie sind wie eingefangen in den inneren Objekten. Damit wird die Spaltung, die sich durch die Subjekte zieht, ausgeblendet. Eine Ursache dafür scheint mir die beinahe ausschließliche Ausrichtung der Betrachtung auf die frühe Kindheit zu sein. Der private Raum der Familie erscheint wie ein von der Gesellschaft abgetrennter Raum, in dem sich die Sozialisation vollziehen würde. Aus dieser Perspektive erscheinen die Konflikte im außerfamiliären gesellschaftlichen Raum dann oft nur als eine Übertragung frühkindlicher Konflikte
die im innerfamiliären Raum ihren Ursprung haben, auf diesen äußeren Bereich. Es erscheint dann so, als sei allein die individuelle Sozialisation bestimmend für das vom Individuum erfahrene Leid, nicht aber auch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Darin wird eine gesellschaftlich produzierte Spaltung sichtbar, die in der Theorie und in der Therapie reproduziert wird. Mir scheint es so zu sein, dass in diesem Raum, in der frühen Kindheit, in der Beziehung zwischen dem Kind und den primären Bezugspersonen die Triebe entstehen, so wie es Freud beschrieben hat, und ebenso auch die inneren Objekte, wie es die Objektbeziehungstheorie beschreibt, die dabei ja auch an Vorstellungen Freuds anschließt. Bei Freud gehen die einen aber nicht in den anderen auf, wie in der Objektbeziehungstheorie, sondern behalten eine relative Eigenständigkeit. Die frühkindlich entstandenen Triebe und verinnerlichten Objekte geraten, je mehr die Auseinandersetzung mit dem außerfamiliären gesellschaftlichen Bereich stattfindet, in Konflikt mit den Anforderungen, die dort angetroffen werden. Die analytisch-sozialpsychologische Betrachtung kann also ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf die frühkindliche Entwicklung richten, sondern sie muss genauso auch die nachfolgenden Schicksale der Triebe und inneren Objekte verfolgen. Andernfalls würde beispielsweise gar nicht verständlich, was die vor sich gehende Entfesselung der polymorph-perversen Triebe innerhalb der bestehenden Verhältnisse, also in einem ganz anderen Sinn als demjenigen, den Adorno sich dabei dachte, zu bedeuten hat. Es würde dann ebenso nicht die Repression verständlich, die dem Trieb durch dessen Unterdrückung, die Regression verständlich, die dem Trieb durch dessen Unterdrückung angetan werden, wodurch sich Triebenergien auf destruktive Ziele und Objekte richten können. Darauf weist Mario Ertheim hin, der unter Hinweis auf den Ansatz der zweizeitigen Sexualentwicklung bei Freud insbesondere die Bedeutung der Adoleszenz hervorhebt. Gerade in dieser Entwicklungsphase erfahren die Triebkräfte und Objektbesetzungen noch einmal eine umfassende Reorganisation. Dies würde auch einen Widerspruch, der in einigen Konzeptionen des Narzissmus zu sehen ist, aufklären. Narzissmus wird oft mit frühen Störungen, das heißt mit Konflikten in der präödipalen Phase in Verbindung gebracht. Das steht dann aber im Widerspruch zu anderen Erklärungen, wie der des außengeleiteten Charakters, der nicht mehr so sehr von den Eltern geprägt werde, da diese gesellschaftlich in eine Position der Schwäche geraten seien, sondern eher von außerfamiliären Einflüssen wie Peer Groups, der Erfahrung der Schule oder über die Medien. Mit der Berücksichtigung der Adoleszenz und der darin stattfindenden Neukonfiguration verliert der Determinismus der frühen Kindheit an Überzeugungskraft. Gerade in dieser Zeit ereignen sich Einbrüche des Gesellschaftlichen im Leben, die Erfahrungen mit sich bringen, die als entmächtigend erlebt werden können. Aber auch danach hören die entmächtigenden und daher beschädigenden Erfahrungen ja nicht auf, sondern sie setzen sich unter dem permanenten gesellschaftlichen Anforderungsdruck beständig fort. Das ist es, was das Konzept des gespaltenen Subjekts beinhaltet, dass der Druck der Gesellschaft auf das Individuum nicht aufhört, dass es unaufhörlich die Erfahrung macht, seines eigenen Lebens nicht mächtig, seiner Fähigkeiten enteignet und seiner Kraft beraubt zu sein. Es ist daher immer wieder dazu genötigt, Triebregungen, die sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht vereinbaren lassen, abzuwehren. Zugleich damit werden aber auch die Abwehr auslösenden Wahrnehmungen der äußeren Situation ins Unbewusste verschoben, wodurch die Realitätsprüfung partiell außer Funktion gesetzt wird. Auf diese Weise ergibt sich eine Kopplung der gesellschaftlichen Irrationalität, die aus den unkoordinierten Handlungen der Einzelnen hervorgeht, deren Synthesis einer sich daraus ergebenden Prozessualität überlassen wird
und der psychischen Organisation der Individuen, also ihrer Subjektivität, in der ein Teil der Triebregungen mitsamt der entsprechenden Anteile der Realitätswahrnehmung ins Unbewusste verdrängt werden muss. In welchem Ausmaß dieser Vorgang stattfindet, ist gesellschaftlich bestimmt. Auf welche Art und Weise das einzelne Individuum damit umzugehen vermag, ist neben anderen Faktoren auch in dessen Sozialisation begründet. Das ist der Grund dafür, dass sich die Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft und die daraus hervorgehenden Beschädigungen der Einzelnen nicht nur sozialisationstheoretisch, entwicklungspsychologisch erklären lassen, sondern auch psychoanalytisch, gesellschaftstheoretisch erklärt werden müssen. Mit der ausschließlichen Fokussierung auf die Sozialisation der Individuen und die dadurch hervorgebrachte Subjektform wird gar nicht mehr verständlich, worum es der als kritischer Theorie des Subjekts gedachten materialistischen Sozialisationstheorie gehen sollte, um den Widerstandskern des Naturmoments, der sich daraus ergeben soll, dass die produzierte Natur des Menschen in den jeweiligen Formen ihrer Bearbeitung nicht aufgeht. Der Widerstand, der im Naturmoment der Gesellschaft entgegengesetzt sein soll, kann dann nicht begriffen werden, wenn er nur aus in der frühen Kindheit verinnerlichten problematischen Objekten oder Interaktionsformen hervorgehen soll. Wenn nicht von einer relativen Eigenständigkeit der Triebe ausgegangen wird, dann würde gar nicht verständlich, wie Objekte und Vorstellungen derart libidinös besetzt werden können, wie es häufig zu sehen ist. Der Widerstand oder der Protest der Subjekte gegen ihre Zurichtung, wie es Heinrich ausdrückt, zeigt sich ja oft erst einmal nur in der Form von psychischen Symptomen oder destruktiven Verhaltensweisen, weniger oft natürlich auch in bewussten Formen des Widerstands oder Protests gegenüber gesellschaftlichen Zumutungen, die manchmal auch reflektiert sein können. Es gibt aber über die Objektbeziehungstheorie hinaus noch eine neuere Weiterentwicklung der Psychoanalyse, die intersubjektive Theorie, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Dieser geht es insbesondere um die gegenseitige Anerkennung der einzelnen Subjekte. Diese Intention ist ja auf jeden Fall eine richtige, aber die Form der Konzeption wirft auch hier im Verhältnis zur Triebtheorie einige Fragen auf. So beschreibt Benjamin die Auffassung Freuds als eine, für die die anfängliche Beziehung des Ichs zur Außenwelt eine feindselige gewesen sei. Der Säugling sei als passives, in sich zurückgezogenes, beinahe autistisches Geschöpf erschienen, für das die betreuende Person, also die Mutter, nur als Objekt der Bedürfnisse des Babys erscheine, das deren Spannungen mindert, indem sie Befriedigung gewährt. Es sieht so aus, als sehe sie dabei nicht, dass Freud eben in dieser Konstellation den sexuellen Trieb aus der Anlehnung an die Befriedigung physischer Bedürfnisse hervorgehen sieht. In einer eingeschränkten Weise, das heißt nicht in einem reflexiven Sinn, sondern in einem von Interaktion und Interaffektivität, könnte diese Konstellation, aus der der sexuelle Trieb hervorgeht, als eine zwischen zwei Subjekten, das heißt als eine intersubjektive, aufgefasst werden. Freuds Auffassung zufolge sucht er das Kind nach der Wiederholung von genau der Befriedigungssituation, die es schon einmal erlebt hat. Dazu würde dann ja auch das Subjekt gehören, durch das die Befriedigung erfahren wurde, was natürlich erst später reflexiv eingeholt werden könnte. Der sexuelle Trieb, der da entsteht, erscheint so auch erst einmal nicht als feindselig gegenüber der Außenwelt, sondern einfach als nach Befriedigung suchend. Ich würde das also bei Freud so lesen, dass eine feindselige Ausrichtung des Triebes erst ein späteres Triebschicksal wäre. Dennoch glaube ich, dass Benjamin mit ihrer Hervorhebung der Bedeutung der gegenseitigen Anerkennung der Subjekte einen ganz
wichtigen Punkt anspricht. Ich denke aber, dieses Verhältnis müsste noch auf eine etwas andere Weise betrachtet werden. Wenn die intersubjektive Theorie betont, dass die Mutter als primäre versorgende Bezugsperson vom Kleinkind auch als eigenständiges Subjekt anerkannt werden muss und nicht nur als Objekt der Triebbefriedigung, dann beinhaltet das zugleich mit der Differenzierung auch die Erfahrung der Versagung unmittelbarer Befriedigung von Triebbedürfnissen. Das heißt also auch die einer Entmächtigung. Es ergeben sich hier also die Anforderungen einer Triebunterdrückung und die Erfahrung von Entmächtigung, die gar nicht vermeidbar sind. Es stellt sich dann die Frage, wie diese Triebunterdrückung und Entmächtigung in einer Weise in die Subjektformierung eingehen kann, die nicht gleichbedeutend mit der Formierung von Herrschaft wäre. Die Objektbeziehungstheorie konzipiert das als Aufspaltung des verinnerlichten Objekts in ein Gutes und ein Böses. Die Theorie Lorenzers als Niederschlag gelungener oder misslungener Interaktionsform. Aus den aus Versagungssituationen hervorgehenden Objekten oder Interaktionsformen ergibt sich durch Abspaltung oder Verdrängung jeweils ein Bereich des Unbewussten im Subjekt. Hier kommt es dann darauf an, die abgespaltenen oder verdrängten Anteile dem Bewusstsein wieder zugänglich zu machen, um zu einer Anerkennung des Gegenübers als eigenständigem Subjekt, das sowohl liebevoll als auch versagend sein kann, zu kommen. Benjamin sieht aber im Ideal der Autonomie, das mit der Vorstellung der Verinnerlichung der Objekte, um von ihnen unabhängig zu werden, verbunden ist, keinen Raum für die Begegnung und Konfrontation mit einer unabhängigen anderen. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass hier das autonome bürgerliche Subjekt fiktiv wieder aufgerichtet wird. Es wird dabei nicht beachtet, dass die Selbstkontrolle und die Souveränität, die dabei erreicht werden soll, von den gesellschaftlichen Verhältnissen zwar einerseits unablässig gefordert, aber andererseits gar nicht ermöglicht wird. Dies führt tendenziell zu einer Überforderung des Subjekts, das die Ansprüche der Außenwelt mit seinen Triebwünschen nicht vereinbaren kann. Das Ideal des autonomen Subjekts beruht außerdem auf der Verleugnung von Abhängigkeit, was auch Benjamin hervorhebt. Das bedeutet aber zugleich, dass hier eine Fiktion der Allmacht eines souveränen Subjekts erzeugt wird, das die Befriedigung seiner Triebwünsche durchsetzen kann. Benjamin, wie auch schon Horkheimer und Adorno, führt aus, dass dieses autonome Subjekt ein männliches ist. Letztere weisen außerdem darauf hin, dass dieses Subjekt eines der Naturbeherrschung ist. Merkwürdig bei Benjamin ist wiederum, dass sie die Triebtheorie einerseits als verbunden mit dem Modell des männlichen autonomen Subjekts, das die andere nur als Objekt der Triebbefriedigung ansehen kann, betrachtet, aber andererseits fortwährend von Phänomenen spricht, die nach der Terminologie Freuds als dem sexuellen Trieb zugehörig betrachtet werden müssten. Sie verwendet dafür dann andere Begriffe wie Begehren, Eros oder Liebe. Ich würde nun vermuten, dass das, worum es Benjamin geht und das, worum es bei der Rezeption der Psychoanalyse durch die kritische Theorie geht, im Prinzip dasselbe ist. Bei Benjamin geht es darum, die Abwehr und Verleugnung von Abhängigkeit, Geborgenheit und Nähe, also von Situationen und Verhaltensweisen, die mit der Mutter und darüber mit der Frau überhaupt verbunden werden, in Frage zu stellen. Es geht hier also um Situationen, in denen die Erfüllung von Triebwünschen im Zusammensein mit anderen im Mittelpunkt stehen, die abgewehrt und verleugnet werden, um Unabhängigkeit und Autonomie darzustellen. In der Rezeption der Psychoanalyse durch die kritische Theorie ist es die gesellschaftlich geforderte Triebunterdrückung, die in der Kritik steht. Wenn die Befriedigung von Triebwünschen an die erfüllende Beziehung zur anderen gebunden ist,
dann ist der Punkt, um den es geht, der, ob die andere nur als Objekt der Triebbefriedigung oder als eigenständiges Subjekt aufgefasst wird. Benjamin meint, was der kritischen Theorie fehlen würde, sei eine Theorie der Intersubjektivität. Ausdrücklich in dieser Form hat die kritische Theorie für dieses Verhältnis sicherlich keinen Begriff entwickelt, obwohl es doch implizit ganz wesentlich bestimmend für sie zu sein scheint. Es ist dann aber die Frage, ob die Entwicklung eines solchen Begriffs mit der Entfernung vom Triebkonzept verbunden sein muss, wie es bei Benjamin der Fall ist. Wenn davon ausgegangen wird, dass der ganze Sinn der kritischen Theorie dahin geht, dass die Erfüllung der Triebwünsche durch Herrschaft immer verfehlt wird, weil die andere dabei nur als Objekt der Beherrschung erscheint und das auch auf das Subjekt der Herrschaft selbst zurückschlägt, dann scheint in dieser Figur doch das Ziel der Erfüllung von Triebwünschen notwendig mit der Anerkennung der anderen als eigenständigem Subjekt verbunden zu sein. Eine Bedeutung der These Adornos vom Vorrang des Subjekts ist ja die, dass das Subjekt als körperliches immer auch ein materielles Objekt ist, also eine Dimension naturhaften Seins aufweist, von der nicht abstrahiert werden kann. Dieser Dimension entstammen in wie auch immer vermittelter Form sie erscheinen die Triebwünsche. Mir scheint es nun so zu sein, dass gerade indem die kritische Theorie auf dem materiellen, objektiven Kern des Subjekts mit den daraus hervorgehenden Trieben besteht, sie die Anerkennung des einzigartigen Seins jedes einzelnen Subjekts materialistisch begründet. Der Materialismus, der mit der Triebtheorie verbunden ist, bedeutet dann eben auch die Solidarität mit den dem Weiblichen zugeschlagenen Triebwünschen, deren größtmögliche Erfüllung selbstverständlich in nicht regressiv-destruktiver Form eigentlich Zweck der Gesellschaft sein sollte, gegenüber dem gesellschaftlich real wirksamen Prinzip männlicher Herrschaft, das sie weitgehend versagt. Insofern muss die Triebtheorie auch als Grenze der klinischen Psychoanalyse verstanden werden, denn diese kann die Individuen nur bis zu dem Punkt führen, an dem sie erkennen können, dass eine andere Einrichtung der gesellschaftlichen Verhältnisse notwendig wäre, dass sie also, um der Befriedigung ihrer Triebwünsche etwas näher zu kommen, sich mit anderen in einer solchen Weise assoziieren müssten, die diesem Zweck entsprechen würde. Das hatte ja schon Freud sehr früh erkannt, wenn er es in den Studien über Hysterie als ein Ziel der psychoanalytischen Therapie fasst, hysterisches Elend in allgemeines Unglück zu verwandeln, gegen das sich mit einem wiedergenesenen Seelenleben besser zur Wehr setzen ließe. Vielen Dank.